Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast Continuum. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem so etwas, Chaos-Let's Play. Und der ist fast leer. Gucken, wie viel haben wir jetzt hier drin? Etwas überhalb voll. Das ist gut. So, was haben wir hier noch? Aluminium, Gold. Kann alles erstmal drin bleiben. So, wir gucken weiter in der Questreihe. Wir können mal gucken, was haben wir denn hier drüben eigentlich alles so. Old King. Pipes. Die könnten wir vielleicht mal bauen. Das können wir noch nicht bauen. Draws. Okay, das fällt erstmal raus. Item Barrels. Oh, hier die Küche. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Und was haben wir hier? Den Market. Können wir mal gucken, der Market. Was braucht er denn? Ein Emerald, Wolle und ein bisschen Holz. Wir gucken mal. Marble, Clay. Ich weiß, dass ich Wolle ein bisschen hatte. Die Frage ist nur, wo habe ich das hingeschmissen? Hier ist noch Gold, das hat da gar nichts drin zu suchen. Das Glowstone können wir auch mal rausnehmen. Hier ist noch Wood. Das Gold kommt damit hin. Glowstone da und Wood hier auf jeden Fall. Wo habe ich denn die Wolle gelassen? Ich weiß, dass ich hier Wolle hatte. Ich habe doch, wie wir das Schwert ausprobiert haben, habe ich doch Schafe gekloppt. Wir gucken mal kurz darüber, ob wir ein paar Schafe finden. Vielleicht so das ein oder andere Lämpchen. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir noch ein paar reife Früchte dabei. Ich hätte mir vielleicht eine Schere machen sollen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. So, 4 Wolle sollte reichen. Passt. Okay, dann können wir jetzt den Market auch auf jeden Fall nochmal bauen. Ich blick noch nicht so richtig, wie das damit funktioniert, mit diesem Schwert zu springen. So, einmal hier unten ran. Ich brauche ein bisschen Holz. In die Ecken. Ein bisschen Wolle und einen Emerald für einen Market. Perfekt. Dankeschön. Meine Futterkiste ist voll. Habe ich noch eine Chest über?
hier nur leider nirgends mehr mit hin. Stellen wir sie einfach mit oben drauf. So, der Market. Was macht der Market? Der Market, da kann man sich hier im Prinzip dieses Zeug hertauschen. Und das Ganze für Emeralds. So, Claim, vielen Dank. Was haben wir hier noch? Ja, die Jabba Barrels könnten wir nochmal machen. Den Connector. Was kostet so ein Anti-Barrel? Kriegen wir das in 1 fertig? Anti-Barrel. Ne. Wow. Okay. Wahrscheinlich nicht. WTF ist das teuer, ey. So, ich weiß gar nicht, brauche ich die Pipes? Ich guck mal eben, was die Pipes kosten. Pipes. Bronze und Glas. Bronze und Glas. Ist hier zufällig irgendwo ein Enderman in der Nähe, den ich klatschen könnte? Jetzt, wo wir es gerade Nacht haben. Auf der Karte sehe ich so jetzt gerade keinen. Da ist einer. Da hinten. Yeah. Guck mal, haben wir schon mal eine Enderperle. Das ist schon mal gut. Hallo, könnt ihr damit vielleicht mal aufhören? Danke, jetzt bin ich auch vergiftet. Okay, wir suchen nochmal Endermänner. Ich glaube, ich brauche 4 Enderperlen für das Mining Upgrade. Für die Spitzhacke. Latschen hier einfach noch mal rein. Alle keine Endermänner hier zu sehen. Kann nicht sein, dass hier keine Endermänner spawnen. Hallo. Gehen wir mal da rüber. Futtern eingesammelt. Oh, da ist ein Element direkt voraus. Geht mir nicht auf den Sack, ihr Viecher. Schade, hat leider nichts gedroppt. Klar. Ich habe es auf der Karte oben gesehen. Was ist er denn? Ich sehe den nicht. Okay. Wir suchen weiter nach Endermanns.
Mann. Wenn das Schwert ist schon klasse, also wenn ich die Viecher noch treffen würde, überhaupt gar kein Problem. So, aber immer noch keine Endermänner hier. Okay, drehen wir den Kreis Richtung nach Hause und dann lassen wir es einfach gut sein. Geht mir nicht auf den Sack. Zwischendurch mal was essen, sonst sterbe ich hier gleich. Will ich natürlich nicht. Schade, nur zwei Endermänner, einer hat nur eine. Hallo? Spiel? Danke. Einer hat leider nur was gedroppt. Ja, jetzt ist hinter mir noch einer, jetzt darf ich aber jetzt. Nee, da renne ich jetzt nicht noch wieder hin. Genug Zeit verschwendet hier. Und einmal schlafen. Danke. So. Die tun wir da oben mal rein. Die Strings da. Erde, wo auch immer die herkommt. Leder können wir hier unten mal mit rein tun. Sticks, Knochen. Das kommt mal alles hier mit rein. Zack, zack. Und zack, zack. So. Was sagt die Loot Chest? Mal wieder 16 Weizen. Yippie. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte die Pipes bauen. Dafür brauche ich Glas und Bronze. Zwei Pipes. Die mache ich mal ganz hässlich erstmal hier mit ran. Dann holen wir uns mal die Tanks. Und den mit Lava natürlich auch noch. Einfach mal hier so mit drauf und dann können wir nämlich den im EFAB auch Sachen craften mit Lava und Kreosot. Da können wir uns mal die nächste Quest im Prinzip mit angucken. Und zwar den Carpenter. Vielleicht kriegen wir den noch ganz fix hin. Carpenter. Der braucht im Prinzip so ein Bronze Casing. Das heißt, ich brauche da mal 8x Bronze. Dann braucht der Basic Coils, das heißt hier brauche ich Redstonia Crystals und Black Quartz. Black Quartz kann ich im EFAB machen. Ich habe keinen Quarz. Okay, ist ja kein Problem. Wir machen mal hier einen Block auf Redstone. Zack,
Dann haben wir nämlich die Redstonia Crystal schon. Und dann gehen wir mal ganz kurz in Nether. Mal gucken, ob wir schnell ein bisschen Quarz finden. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Schauen wir mal. Wenn ich nicht mehr durch die Festung rennen müsste. Schnellsten raus. Da eventuell. Drop of Evil. Na super, das ist unser zweiter. Ja, hier ist gut. Hier ist gut. Hier ist auch Quarz. Perfekt. Zack, zack, zack. Das sind jetzt. Achso, das ist im. Ich wollte gerade schon wieder einen Schreck kriegen. 28, das soll erstmal reichen. Wir nehmen die Abkürzung. Zurück an den IFAB. Dafür brauche ich einen, muss ich an den Backpack. Ich mach mal. Wie viel brauche ich denn dafür? Zwei Stück. Rest tun wir mal hier mit zu. Blaze Rods waren ja hier drüben in der Kiste mit drin. Das kann da auch mit rein. So, Black Quartz haben wir. Dann können wir uns die Coils hier auf jeden Fall bauen. Zwei Stück. Das haben wir, das haben wir. Und dann brauche ich noch ein bisschen Wood. Mal gucken, ob das geht. Kann ich damit. Okay, er erkennt nicht, dass. Ah, okay, ich sehe schon. I see. Jetzt haben wir euch den. Da ist Creosote Oil drin, da ist nichts drin. Dann können wir den hier nämlich mal ranhängen. So, jetzt müsste das Ganze gehen. Perfekt. Einmal den Carpenter. Danke. So, den stellen wir mal direkt hier.
Okay, so macht man Soul Sand. Carpenter. Jetzt brauche ich bestimmt hier noch den Thermiotic Fabricator. Da haben wir. Ach du Scheiße. Hardened Casing. 4 Diamanten und ein Study Casing. Gold Gears, 4 Stück. Dafür brauche ich das im Carpenter. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Der Tank ist doch leer hier, ne? Ja, der Tank ist leer. Genau, ich mache mal Folgendes. Den stelle ich mal einfach hier mit hin. Ich brauche mal eine Sink. Cotta, das ist einfach Clay gebraten. Ist ja kein Problem. 1, 2, 3, 4. Ein Eimer mit Wasser habe ich hier auch gehabt. Und 3 Iron. Und dann habe ich mich vertan. Machen wir noch einen mehr. Zack, zack. Und zack. Ein Sink. Perfekt. Und habe ich jetzt noch zufällig irgendwo. Das passt doch wie Faust auf Auge. Perfekt. Das da rein. Die können da ruhig mal mit rein. Zack, zack, zack. Ein Faucet. Ich glaube, das ist zu weit. So, jetzt habe ich nämlich hier schön Wasser im Carpenter. Jetzt füllt der Sink das hier ganz automatisch auf. Und so automatisiert man das hier. Okay, ja, dann würde ich sagen, habe ich noch irgendwas zu claimen? Nein. Habe ich noch eine Loot Chest? Ja. 16 Karotten, vielen Dank. Alles das, was wir nicht brauchen, was wir sowieso schon in den Höhlenhundenfüller haben. Ja, und würde ich sagen, ich bin raus für heute. In der nächsten Folge werden wir uns, denke ich mal, hier mit dem das kann mal weg, das Treated Wood können wir hier mal mit hinpacken und den Stone einfach da mal mit. Und das Schwert schmeiße ich weg. Genau, in der nächsten Folge werden wir uns dann um den Fabricator da, um dieses schöne Teil kümmern. Eigentlich müssten wir alles dafür da haben. Ein paar Diamanten habe ich noch, Bronze habe ich auch noch ein bisschen, beziehungsweise das wird nicht reichen. Copper und Tin. Das ist schon wieder in dem Backpack getan, ne? Nein, ich habe es liegen lassen. Egal, ich mache es offscreen. Erstmal gucken wir hier nochmal die Endermänner an. Kleine Sau. Jawohl, eine Perle. Und keine Perle. Okay, aber dann schon mal Perle Nummer 2. Perfekt. Gut, ich gehe rein und damit bin ich dann raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Irgendwie stehe ich da schief vor. So, jetzt. Okay, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.